So, Pumping war jetzt schon hier, Freunde, wieder aus meinem Gym. Wie ihr seht, aus meinem Gym, also alte Gym. Es sind immer noch Fragen da, ob ich noch drin bleibe oder wie weit es geht. Viele haben zwar gehört, dass wir schließen, meiste wissen nicht wann. Das heißt, wir geben ein bisschen Rückmeldung oder Update. Unser Studio geht bis 2019 März, also werden wir noch 14, 15 Monate hier sein. Was ist danach, Sophia? Du bist ja mittendrin auch. Was haben wir vor? Vielleicht haben die Zuschauer auch das Recht, das zu wissen. Ja, hallo übrigens von der frierenden Sophia. Es ist mir definitiv schon zu kalt geworden. Aber zu der Gym-Frage, wir sind schon bestens vorbereitet eigentlich. Wir sind jetzt schon auf der Suche nach einer neuen Location, nach einem Neuanfang für Pumping Erchans Gym sozusagen Teil 2 und werde natürlich dann da mit ein Teil davon sein, da ist natürlich eine riesen Ehre und da haben wir uns schon mal schlau gemacht über Geräte, dann haben wir uns informiert, was in München natürlich auch eine bisschen schwierige Situation ist, wegen wo wir überhaupt hin könnten. Ja, also wir haben jetzt schon die nötigen Schritte eigentlich eingeleitet und sind da schon am Tüfteln, am Werkeln und kreativ ausleben. Genau, da wir auch das angesprochen haben, wie schwierig es ist, in München ein Location zu finden, wenn unter euch welche da sind, die eben an diesen oder diese Projekte vermieten oder eben Immobilienmakler sind, meldet euch bitte. Wir würden 600 bis 1200 Quadratmeter Fläche brauchen, am liebsten Münchner Süden, aber ansonsten sind wir kompromissbereit. Wir wollen unbedingt ein Institut aufmachen. Das heißt, Pumping Gym muss weitergehen mit der Sophia, damit wir so viele wie möglich noch in den Arm nehmen können. In den Arm meine ich positiv, nicht negativ. Nicht auf den Arm, sondern in den Arm. Und dass die Geschichte weitergeht. Wir wollen auch unsere Philosophie so weiterführen und wir haben auch einen super Unterstützer gefunden. Gym 80 wird unser Ausstatter. Also ich fühle mich, ich bin so stolz drauf, dass er uns das angeboten hat, damit wir mit Gym 80 arbeiten können. Made in Germany. Wir werden hier, nicht hier in diesem Raum, aber in München ein wunderschönes Studio aufmachen mit Gym 80 Geräten, komplett ausstatten. Natürlich nehmen wir auch unsere Geräte für Oldschool-Bereich als Erinnerung mit. Aber das ganze Behind the Scenes, das heißt, mit in die Fabrik nehmen wir euch trotzdem gerne noch. Es war jetzt nur so eine Art Testlauf und da alle schon so Feuer und Flamme sind, sind wir jetzt schon so positiv drauf. Genau, ich bin stolz darauf, wie der Macher von Gym 80 seine ganze Halle uns gezeigt hat, welche Prozesse, wie was ein Gerät oder wie ein Gerät überhaupt hergestellt wird. Also ich würde jetzt mit den Geräten viel behutsamer umgehen wie davor. Wie viel Arbeit, wie viele Menschen daran schrauben müssen, lackieren müssen, polstern müssen. Wie wertvoll eigentlich diese Arbeit ist. Wir sind nicht nur Maschinen, seelenlose Maschinen. Ich finde auch, die Maschinen haben eine Seele. Und diese Seele werden wir in unserem Studio den Menschen viel besser rüberbringen, nachdem wir gesehen haben, was für eine Produktionsstätte dort existiert. Sophia, warum haben wir die letzte Zeit so wenige Videos gemacht? Das fragst du mich? Ja, bis 2017 war für uns beide ein sehr herausforderndes Jahr. Ja, nicht nur jetzt von der Stresslage her, so terminlich gesehen, von der Arbeit, sondern auch auf privater Ebene. Und das wird man da wahrscheinlich hier und da, da man ja doch sehr transparent lebt, auf Social Media mitbekommen haben. Und Anfang bis Mitte diesen Jahres ging das Ganze so ein bisschen getrennte Wege. Bei mir ging es ja drunter und drüber, was ihr da nicht alles mitbekommen haben solltet. Aber seit 11 oder 12 Wochen haben wir wieder zueinander gefunden, eben als Trainingspartner, und haben jetzt gemeinsame Pläne jetzt zielstrebig verfolgt. Also ist echt sogar cooler denn je, also noch intensiver, denn diese, vor allem diese Trennung auch, hat eigentlich erstmal auch den wahren Wert gezeigt. Also ich habe den erstmal auch natürlich auch schon davor gewusst, aber jetzt nochmal wurde mir das verdeutlicht, wie wertvoll das Ganze ist. Freundschaft, eben das mit dem Training, verschiedene Dinge, das bekommt man eben kein zweites Mal. Und freue mich natürlich wahnsinnig, dass es auch wieder so geklappt hat. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir in der Zeit, wo wir wenig gemacht haben, uns gehasst haben oder ein Problem hatten. Es war halt eine Phase, wo
wenig Kontakt durch ihre Termine, durch meine Situation, durch ihre Situation. Aber wie die Sophie erwähnt hat, ich habe eins gelernt im Leben, Freunde. Auch das, was wir erlebt und gelebt haben, wird uns stärker machen. Das gehört dazu. Menschen treffen sich, Menschen trennen sich. Respekt muss aufrechterhalten werden. Und das war bei uns in der Zeit 100%. Deswegen haben wir wieder gesagt, okay, nachdem eben was um Sophia geschehen ist, um mich geschehen hat, haben wir nochmal losgelegt. Und ich würde auch sagen, dass ich dieses Projekt jetzt mehr schätze als zuvor. Zuvor war ein Selbstläufer. Sophia, wir haben uns getroffen, wir haben gemacht, ohne zu denken, ohne zu planen, ohne zu wissen, ob das mit jedem funktionieren kann oder nicht, haben wir einfach gemacht. Und jetzt wissen wir, dass hier Zielrichtung und menschliche Denkweisen ähnlich sein müssen, dass man auch mit jedem nicht erfolgreich sein kann. Ja. Vor allem auch geht es hier nicht nur um Erfolg, sondern um verstanden werden. Ich denke, wir haben nach 5-6 Monaten festgestellt, dass dieser Weg so ein guter Weg war oder so erfolgreicher Weg war, dass wir das fortsetzen wollten. Und das machen wir auch. Man hat sich ein bisschen anders orientiert und das ist auch gut so, dass man erst, wenn man das andere sieht, kann man das mehr schätzen, was man hatte. Auf jeden Fall, jetzt ist eine richtige Mission steckt da dahinter und morgen geht es für uns auch schon los. Also ich weiß gerade nicht, wann das Video online geht, aber von heute Morgen fliegen wir dann eben nach Berlin. Für mindestens 10 Tage sind wir dann weg, da eben dort wieder große, wichtige Dreharbeiten stattfinden. Ein großes Covershooting. Ja, ich brauche den Erdschon, auch wenn der Erdschon zum Beispiel jetzt nicht mit mir zusammen beispielsweise auf dem Cover ist. Aber er ist trotzdem ein Teil von dem Ganzen. Auch in dem Online-Programm, was ihr vielleicht von mir kennt, ist der Erdschon auch mit vertreten im Gym-Teil. Wir trainieren nicht nur zusammen, sondern der Erdschon ist nicht nur mein Trainer, sondern er ist auch mein Personal Life Coach. Habe ich so das Gefühl, also in jeglichen Ebenen. Da bin ich natürlich super froh, wenn er mich begleiten kann. Ja. Genau, das mache ich gerne. Und wie sie gesagt hat, um erfolgreich zu sein, ist auch wichtig, dass man manche Sachen auch abgeben kann. Wenn man alles selber bewältigen muss, ist ein bisschen zu viel Arbeit und man lässt da oder dort nach. Ich wünsche mir, dass die Sophie 100% auf ihre Projekte konzentriert. Die Projekte sind sehr, sehr lukrativ, sehr, sehr wichtig für Fitnesswelt und das ist ja unser Interesse, dass wir nicht nur das oder das reden auf YouTube, sondern auch in eine Medienlandschaft reinkommen, wo auch einfache Menschen, die mit Fitness nichts zu tun haben oder hatten, uns sehen, wie geil dieser Lifestyle ist. Also ich glaube, dass unsere Abonnenten das auch verstehen werden. Und Freunde, ganz wichtig, ich werde immer gefragt, was mit der ist oder mit der ist. Dazu nehme ich keine Stellung, weil ich auch zu diesen Sachen keine Stellung genommen habe, als das angefangen hat. Also warum soll ich irgendwas, was da war, irgendwann erwähnen und dann wieder erwähnen, dass das nicht so ist? Also ihr versteht ganz genau, was ich meine. Wir haben auch in Berlin sehr, sehr viel zu tun, weil die Sophie eben top sein muss. Wir haben letzten 12 Wochen in der Nacht 1, 2, nicht aber 11, 12, 10 Uhr nach Dienstschluss noch hart trainiert, um Sophia on point zu bekommen. Und ich würde eigentlich jetzt sehr, sehr viel sagen wollen, aber vielen Dank für die Videos von anderen YouTubern, muss ich erwähnen, tut mir leid, die uns, ich weiß nicht, das würde ich so wie unter die Arme greifen sehen. Viele haben sich ja Kopf zerbrochen, warum Sophie in der Lage ist, wie man sie da rausholen kann also, und so weiter. Also um klarzustellen, wir können das ganz offen nennen, meine Gewichtszunahme, dieser sogenannte Shitstorm, der da war, plötzlich kamen Videos eben mit meinem Namen drin vor und natürlich haben wir das gesehen, ganz klar. Ich finde hier, Sophie, muss man auch sehr gut drüber stehen können und wenn man Zeit verstreichen lässt, kommt man auch sehr gut damit klar. Ich wollte nur sagen, wir lassen lieber über uns reden, bevor wir über die anderen reden. Die sollen reden, so viel die wollen. Wir arbeiten hart, damit wir unsere Ziele erreichen. Und diese Ziele, Freunde, glaubt es mir einfach, sind nicht nur für uns zwei wichtig, sondern für Fitnesswelt ist es sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Warum kritisiert man Menschen, die machen? Wir machen was. Wir werden die anderen Macher niemals kritisieren, egal was die machen.
Wir sollen doch auch was Produktives machen, damit wir mit dieser Lifestyle so viele Menschen wie möglich erreichen und so glücklich wie möglich werden. Aber wenn andere die anderen kritisieren müssen, um irgendwas zu machen, lassen wir und akzeptieren wir natürlich auch das. Das Ganze könnt ihr auch dann in Zukunft auf meinem YouTube-Channel wieder mitverfolgen, sozusagen, ob die Arbeit Früchte getragen hat. Aber diese Phase hat auch viel eben, man darf nicht immer alle Schlechte drin sehen, so ja, das Offensichtliche, sondern auch das, was jetzt hinten raus noch sehr, sehr gut war, eben einmal, dass man auch bestimmte Werte wieder schätzt oder dass man sagt, okay, diese Erfahrung, auch das auf Social Media, das Ganze miterlebt zu haben, das zeigt mir zum Beispiel, was eben wie das sein kann, was ich persönlich für Ziele verfolge, was die eigentliche Mission ist, worauf es eigentlich ankommt, und man hat jetzt auch mal ein paar sowieso Gesichter gesehen und ja, das ist so eine, aber ein abgeschlossenes Kapitel für mich bereits eigentlich schon. Also Ende dieses Videos kann ich sagen, dass wir glücklich sind, dass wir nochmal geschafft haben, Sophia eben so zu haben, wie sie eigentlich ist, wie sie eigentlich sein möchte. Und wir werden das noch optimieren. Wir haben genug Zeit und ich freue mich auf Berlin. 10 Tage gemeinsam trainieren, gemeinsam arbeiten. Ich freue mich, je erfolgreicher sie ist, desto glücklicher werde ich. Ich habe gestern zufällig auf Türkisch nur, aber diesen Film wieder gesehen, $1 Million von Clint Eastwood. Der coole Boxfilm. Genau, ihr müsst das anschauen. Irgendwann wachsen Schüler und Trainer auch so zusammen, dass man da menschlich eine Einheit ist. Nicht nur oberflächlich, körperlich, sondern geistig, emotional. Und das ist für mich das Leben und deswegen mache ich YouTube und deswegen arbeite ich mit Menschen. Aber Sophia ist eben in diesem Film dieser 1 Million Dollar Babe, weil wir Herzen her ähnlich fühlen, ähnlich arbeiten, ähnlich vorgehen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Aufklärung gemacht. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir über diese Themen, was wir letzten 5-6 Monate erlebt haben, nicht ganz offen reden können, wie die Sophia auch erwähnt hat. Man muss auch nicht alles erwähnen. Das haben wir bei ihrem Video zwar gesagt, nicht hier, aber genau, man kann nicht so nah ranlassen, sonst sind sehr, sehr viele, die das falsch verstehen. Wir wollen nicht falsch verstanden werden. Das ist unser erstes Ding. Wir arbeiten gut zusammen und wir werden noch weiterhin noch besser arbeiten, damit wir eine Überzeugungsarbeit leisten, wo ihr sehen werdet, dass YouTuber oder Partnerschaften nicht immer mit negativen Sachen enden müssen, sondern ja, auch positiv enden können. Mir fällt nichts mehr ein, Sophia. Das ist unsere Geschichte zurzeit, Update. Wir können aus Berlin irgendwo anders nochmal darüber reden, wenn Bedarf da ist. Aber das müssen wir erkennen. Nicht ihr, was ihr wollt, sondern was wir preisgeben können. Das war die Sache und wir wünschen euch viel Kraft, seid füreinander, nicht gegeneinander. Nur weil jemand 5 oder 10 Kilo zugenommen hat, Kamera in die Hand nehmen und das oder das sagen, finde ich nicht fair. Aber ich habe das Recht gar nicht, dass ich jemanden, der was macht, zu belehren. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Nur ich wollte meine Meinung sagen. Das ist ein sehr schönes Ende. Ja? Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video. Ihre Kanal, mein Kanal weiterhin abonnieren. Und wie ich immer am Ende sage, Instagram sind wir für euch immer auch aktiv. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch, wenn wir euch auch zahlreich da sehen. Pumping ja schon, Pumping Sophia Thiel. Im Pumping Gym.